immer in Situationen, in denen eines dieser drei Makrosysteme unseres Körpers angegriffen werden oder möglicherweise sogar alle drei gleichzeitig. Wir haben dies erlebt durch eine Erkrankung, die seit etwa 2, 2,5 Jahren sehr in der Gesellschaft in den Vordergrund gerückt worden ist, dass dort sowohl die Psyche, nämlich die Angst vor der Erkrankung, das Nervensystem, weil wir wissen, dass der Erreger das Nervensystem auch angreifen kann, und vor allen Dingen auch das Immunsystem, welches sich mit einem solchen Erreger natürlich beschäftigen muss, angegriffen wird. Wenn dies nun gleichzeitig geschieht, entweder durch eine Infektion auf der einen Seite oder durch einen ärztlichen Eingriff, der mit dieser Infektion zusammenhängt, auf der anderen Seite, dann sind wir in einer Situation, dass die Psychoneuroimmunologie sehr zum Tragen kommt und wir darauf achten sollten, nicht nur einen Teil dieses Systems PNI zu stärken, sondern alle drei Einheiten, alle drei Gruppen, Makrosysteme unseres Körpers Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, um sie wieder sozusagen in eine physiologische gute Situation zu bringen, sich gegenseitig zu unterstützen auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Angriffe von außen besser parieren zu können.